Willkommen zurück zu Foundation, die Folge 4, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, vielleicht lasse ich es auch einfach ständig zu sagen, welche Folge das ist. Aber ich glaube, es ist die 4, weil gerade war erst die 3, also muss das die 4 sein. Und das hier ist unser kleines Dorf. Genannt Snooze Hügelstadt. Warum? Weil wir hier direkt mit dem ersten Territorium, dem ersten Feld, was wir ausgewählt haben, an einem Hügel gelandet sind. Und ja, what to say. Unsere Holzfäller sind fleißig. Hier ist das Lager. Da sind sie dabei, noch weitere von den Bäumen zu fällen. Und hier hinten habe ich eigentlich für unsere, ja, für unsere Einwohner noch Raum zur Verfügung gestellt, dass die hier siedeln können. Aber sie wollen noch nicht. Noch weigern sie sich. Ist aber natürlich noch kein Problem. Und natürlich können wir auch jetzt noch ein weiteres Territorium freischalten, indem wir für 500 Münzen hier... Wow, es kostet auch Steuern. 10 Steuern die Woche, okay. Indem wir für 500 Münzen hier noch ein weiteres Territorium dazu kaufen, dann würde es natürlich einfacher fallen, hier noch weitere... Häuser hinzubauen, denn noch weigern sie sich ein bisschen. Wobei hier scheinen sie die Häuser gerade abzureißen und neu zu bauen, weil sie befördert wurden und sagen, jetzt ist Zeit, dass hier ein neues Haus hingebaut wird. I don't know. Keine Ahnung. Also bis gerade standen da noch Häuser, jetzt sind sie weg. Ein Mönch nähert sich unserem Dorf. Lokalisieren. Wo ist er? Da ist er. Hello, kleiner Mönch. Ja, wenn ich so die ganze Zeit gehen würde, dann wüsste ich auch nicht. Aber schön finde ich es tatsächlich, dass die hier diese Trampelpfade frei trampeln. Das erinnert mich sehr an die Siedler. Und hier oben sehen wir es nochmal, da haben wir gerade eine Bilanz von minus 5. Muss ich hier irgendwas machen, wenn er sich jetzt nähert? Nö, ne? Aber er ist ja dabei. Und wenn alles gut geht, wir haben nämlich in der letzten Folge dafür gesorgt, dass wir mit unserem Handelspartner Werkzeuge austauschen wollen. Da kommen demnächst die ersten Werkzeuge an, werden hier im Lager untergebracht. Und das ist doch schon mal gut. Dafür habe ich auch zwei Lager gebaut. Und ich glaube, hier habe ich noch keinen Träger zugewiesen. Ja. Und hier würde ich meinen, könnten wir auf jeden Fall schon mal den Stoff einlagern. Und wir haben sogar noch einen Arbeitslosen, den wir zum Träger machen. Ja, da müssen wir noch nichts weiter festlegen, weil das haben wir hier drüben ja alles. Ne? Holz, Bretter, Stein und Werkzeuge. Der Marktstand scheint auch noch das zu halten und zu versprechen, was er braucht. Hier hätten wir noch ein Schild, was wir da hinstellen können. Warte, irgendwie kann man das doch... So, super. Da kommt noch ein Schild hin, damit auch jeder weiß, Achtung, hier ist der Markt. Fässer als Zierelement. Und eine Sitzbank, die zum Verweilen einlädt. Ja, machen wir. Bauen wir die mal hier so hin. Zack. Das sind die kleinen Dinge im Leben, die den Kohl fett machen. Ja, die Häuser sehen jetzt gar nicht so anders aus als vorher. Es sind immer noch zwei Bewohner drin. Also keine Ahnung, warum die jetzt neu gebaut haben oder gerade neu bauen. Ist mir nicht klar. Ein Mönch bittet um Audienz. Na, sehr gerne. Was machen wir denn jetzt mit dem?
Dies sind schwere Zeiten. Mein Herr, der König verlangt einige Materialien. Der Klerus möchte ein paar seiner Kirchen renovieren, aber auch unsere Arbeiter sind bedürftig. Wir müssen wählen, wem wir helfen wollen. Ich werde dem König helfen. Gibt uns 10. Mal Ansehen beim König. Hier beim Klerus. Ich werde meinem Volk helfen oder ich behalte alles für mich. So, jetzt können wir hier natürlich nochmal reingucken. Irgendwo war doch hier auch die Übersicht, wovon wir wie viel haben. Und da stellen wir fest, wir haben 7 mal Arbeiterschaft Prunk und 3 Einfluss. Königsprunk haben wir noch gar nicht. Und da kriegen wir natürlich Dinge dazu. Also, Vogtbüro wäre hier das nächste. Dann die Fischerhütte. Und beim Klerus, was kriegen wir da? Eine Dorfkirche, zusätzliche Gebäudeteile. Ja, nice to have. Niedrige Steinmauerkirche, Handelsbonus. Also, was wollen wir denn haben? Ein hölzerner Wehrturm wäre eigentlich schon ganz cool. Und wenn ich eins gelernt habe in allen anderen Spielen, ist es, wehrhaft zu sein. Wir sind königstreu. So, liefere 50 Holz zu Königreich. Das machen wir. Wie machen wir das? Sammeln von 50 mal in Lagereinrichtung. 50 Baumstämme bräuchten wir. Also schauen wir mal nach. Wir haben hier 0 Baumstämme. Und weißt du was? Ich habe doch hier vorne irgendwo, meine ich, ein... Ach ja. Einen weiteren Holzfäller geplant. Da fehlen aber die Werkzeuge. Wollen wir mal priorisieren hier den Hasen. Gut, drücken wir auf F3 und gucken mal, was denn jetzt hier mit den Werkzeugen eigentlich passiert. Aha. Hier sind 14 mal eingelagert, kann das sein? Ja, absolut. Dann warten wir doch jetzt nur noch drauf, dass es dahin transportiert wird. Und da wird auch schon fleißig gebaut. Ich sehe es. Was ist jetzt hier mit der Zufriedenheit? Komfort, -17%. Nahrung, -1%. Haben wir nicht genug? Komfortmangel, -8%. Trotzdem, nächste Welle eingehend in einem Tag, kommen ein paar, möchte ich meinen, von den Siedlern, die wir brauchen und wollen. Hier wird jetzt der Turm gerade fertig gebaut. Heißt, da ist das letzte Werkzeug angekommen. Ja, und im Grunde genommen warten wir jetzt einfach nur drauf, dass weitere Siedler kommen und dass die, die hier sind, anfangen, irgendwann mal ihre Häuser fertigzustellen. Was fehlt denn? Achso, ist hier beim... Ja, dem fehlt jetzt ja... Oder haben die eine Halbwertszeit und müssen dann neu gebaut werden, die Häuser hier. Vergrößerung des Gebäudes zugelassen. Hausrang 1, Hausdichte 1. Ah, okay. Werden ausgebaut. Hatten wir uns, glaube ich, schon mal angeguckt. Plus ein Bewohner. Sehr schön. Also, hier werden weitere 2 Häuser gebaut. Das heißt, die Zufriedenheit dürfte gleich wieder nach oben gehen. Wie weit sind wir hier? Noch nicht ganz fertig. Doch, wir sind fertig. Jetzt brauchen wir noch einen Holzfäller. Und wir müssen natürlich wieder den Bereich zum Abbauen markieren. Und schon stehen wir gut da. Herausragend, diese Malfunktion. Ja, und dann lass uns doch mal gucken, wie das jetzt hier insgesamt mit unseren Arbeitern ausschaut. Markthändler haben wir 1. Zimmerleute haben wir 3. Da könnten wir theoretisch, ja, das lassen wir mal so. Sammler
kommen wir langsam ins Plus. Steinbruch haben wir 2 Bergarbeiter. Ich glaube, da brauchen wir erstmal nicht so viele, weil wir mega viele Steine haben. Also würde ich sagen, lassen wir den doch zum Holzfäller dazugehen und drücken hier mal auf Pause. Obwohl, wir können weitermachen und nehmen einfach noch einen weg. Ha. Achso, der stellt gerade, ist fertig. Jetzt haben wir nur noch einen. Ja, den nehmen wir auch weg und packen den nochmal zum Holzfäller. Gut. Ich denke, so kann es bleiben. Weil Steine haben wir tatsächlich genug. Wir könnten jetzt drüber nachdenken, um ein bisschen Geld zu verdienen und zu handeln, zum Beispiel Steine zu verkaufen. Und wir könnten mal gucken, ob wir sagen, oberhalb von 50 Steinen verkaufen wir alles. Würden dann jetzt also 32 Steine verkauft werden, zu welchem Preis auch immer. Das kann ich jetzt hier noch nicht ganz sehen. Armee haben wir nicht. Königreich kommt. Liefere 50 Holz. Ja, das ist jetzt der erste Punkt. 50 Holz. Und dann müssten wir natürlich auch dafür sorgen, dass die hier erstmal aufhören zu arbeiten. Im Sägewerk. Damit wir hier auch genügend Holz einlagern können. Ne? Holz 6. Also, dann wird es jetzt auch nicht mehr ausgelagert, sondern nicht mehr verbraucht, sagen wir es mal so. Da kommt noch einer dazu. So. Und bei den Sammlern, ja, passt das soweit. Gut, gucken wir nochmal hier rein. Wir haben ja mittlerweile wirklich viele Dinge. Holzbretter beispielsweise könnten wir auch sagen, wir verkaufen ein paar. Ach guck, da kannst du auch das hier eingeben. Das ist natürlich noch besser. Holzbretter, sagen wir mal, alles über 50 kann verkauft werden. Genau. Das sieht doch gut aus. Jetzt kommt das doch hier richtig in Wallung. Schon 28 Holz gesammelt. Das sieht sehr gut aus. Ah, ich sehe, wir haben was Neues. Wir können ein Steinmetz bauen, eine Köhlerei, eine Eisenschmelze und eine Schmiede. Aber gucken wir mal insgesamt rein. Also scheint es noch ein bisschen mehr jetzt gegeben zu haben. Komm, gehen wir mal hier so durch. Speicher, Lagerhaus, da ist nichts neu hinzugekommen. Hier können wir auf jeden Fall was machen. Der Steinbruch, das Forsthaus, Sägewerk haben wir schon, Steinmetzhütte. Stellt Steinblöcke aus einem Stein her. Das werden wir wahrscheinlich brauchen, um unter anderem auch eine, ja, eine Mauer bauen zu können. Und da würde ich doch sagen, bauen wir das doch auch hier so hin. Ja, so sieht das gut aus. Aber wenn ich das jetzt baue, gehen natürlich wieder 10 davon drauf. Wir können hier natürlich auf Pause drücken. Dann passiert das erstmal noch nicht. Diese Baustelle wurde angehalten, dürfte jetzt also auch, ich packe es mal hier links an die Seite, nicht aufgefüllt werden. Weil wichtig ist jetzt erstmal, dass wir hier auf die 50 Holz kommen. Und das haben wir gleich geschafft. Ja, ich habe durch auf Pause gedrückt. Warum läuft das jetzt trotzdem weiter? Diese Baustelle wurde angehalten. Und es wird trotzdem gebaut. Okay, also hat nicht funktioniert. Komischerweise. Aber wer bin ich, hier meckern zu wollen? So, halt. Liefere 50 Holz.
Ha! Einfach auf den Knopf drücken und dann haben wir das geschafft. Dafür haben wir jetzt 10-mal Einfluss vom König bekommen. Und das wiederum bedeutet, dass wir jetzt ja, hier nochmal reingucken können. Und schon mal 2 entfernen. Dann sagen wir, die können weiterarbeiten. Und dann gucken wir nochmal hier vorne rein. Ein hölzerner Wehrturm. Kostet uns 3 zum Freischalten. Hohe Steinmauer. Da kommen wir doch mit allem hin. Ist ja super. Prima. So, hier haben wir auch schon eine ganze Menge. Können wir auch freischalten. Und das Vogtbüro können wir auch freischalten. Wow, ist das ein Riesenturm. Das hört man mich auch nicht oft sagen. Wow, ist das ein Riesenturm. Und ich habe ihn auch noch selber so hochgezogen. Ja, aber sieht doch super aus. Guck mal. Also herausragend. Das ist eines meiner Lieblingsworte in den letzten paar Folgen. Herausragend. Aber ich finde es wirklich herausragend. Finde ich richtig gut. Und jetzt lass uns nochmal gucken. Wir haben jetzt, dadurch, dass wir was freigeschaltet haben, bestimmt noch eine ganze Menge anderer Dinge freigeschaltet. Wie das Sägewerk, Steinmetzhütte. Das haben wir gerade gebaut. Köhlerei. Stellt aus Holz letztendlich Kohle her. Die Eisenschmelze. Stellt aus Eisen und aus Holz Eisenerz her. Ja? Nein, stellt ein Eisen aus einer Kohle und 2 Eisenerz her. Und hier haben wir noch die Schmiede, die dann ebenfalls etwas von uns möchte. Für uns tut. So ist es richtig. Die Weizen. Weizenfarben. Hier, das ist eine gute Geschichte. Dafür bräuchten wir jetzt natürlich noch ein Stück Land. Das können wir uns auch kaufen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir das Richtige machen, wenn wir das einfach kaufen. Kostet uns 25 Unterhalt die Woche. Aber das kriegen wir hin. Na klar, können wir jetzt darauf warten, dass das hier alles abgeholzt wird. Wollen wir aber gar nicht. So, Weizenfarben. So, was steht hier? Zum Linksklick mit Auswählen Platzieren eines Teils. Links ziehen bei vertikalen Pfeilen, das haben wir noch nicht. Rechtsklick zum Löschen des Teils. Horizontale Mausbewegung zum Drehen. Und schalalalalala. Ich möchte ganz gerne nochmal... Ah, ist da jetzt hingebaut? Nee. Fruchtbarkeit angucken, also ist alles fruchtbar. Attraktivität ist nicht so attraktiv. Gut, weil ich möchte ja auch, dass hier noch ein paar von den Häusern gebaut werden. Ist das ein Fluss hier? Nee. So, also, hier die Weizenfarm. Ja, bereits im Bauen. Kostet aber 75, haben wir gar nicht. Müssen wir noch mal kurz warten. Ich schiebe das mal hier zur Seite. Und dann sehen wir mein buntes Kunstwerk, was ich hier schon angefangen habe. Abbau. Prima. So, was heißt das hier? Marktplatz, Territorium, das sind so die Kosten, die wir jetzt ausgegeben haben, nehme ich mal an.
So, jetzt können wir das auch bauen. Prima. Und dann ist wiederum die Frage, wo baut er denn seine Felder? Windmühle wäre dann das nächste. Und auch hier können wir dann mal schauen, wenn wir... Ich mache erstmal jetzt hier diese Farbe weg. Weg. So. Okay. Ressourcen zuweisen. Genau. Weizen. Und dann kommt hier natürlich rein Mehl und Brot. Weil ich es auch wieder Quatsch finde, das da oben reinzubringen. Dafür sollten wir dann hier unten lieber ein weiteres Lager bauen. Guck, da wird der Weg geebnet. Minus 65 haben wir derzeit. Tagessaldo. Das ist nicht so gut. Nicht, dass wir gleich im Minus sind und ich uns in die Pleite geritten habe. Da können wir nochmal über Handel gucken. Bretter brauchen wir gerade viel. Stein können wir noch verkaufen. Alles überhalb der Stückzahl verkaufen. Ja. Steinblöcke. Ah, deswegen war das angezeigt. Ja, check. Handelsrouten. Ach, okay, jetzt sehen wir auch, was die kaufen wollen. Also kein Wunder, dass wir das nicht verkaufen, weil sie es einfach nicht kaufen wollen. Möchte verkaufen, das interessiert uns nicht. Möchte kaufen Bretter. Ja, das tun wir, das verkaufen wir gerne. Und die wollen natürlich auch keine rohen Steine kaufen. Ja. Habe ich mir schon fast gedacht. Oh, oh, wir sind im Minus. Fehlende Ressourcen. Stoff. Also müssten wir jetzt auch dafür sorgen, dass Stoff geliefert wird. Da haben wir keinen Stoff. Da haben wir auch keinen Stoff. Also müssten wir jetzt bitte über Ressourcen ein bisschen Stoff kaufen. Wenn ich ihn wieder finden würde. Gut, machen wir mal so. Na, so kann man das also umschalten. Oh, wir haben 5 Arbeitslose. Das ist ja eine verrückte Geschichte. Dann gucken wir nochmal rein in unsere Baumeisterhütten. Steinbruch, da packen wir einen dazu. Bretter packen wir noch was dazu. Lagerhaus 2, braucht eigentlich keine 2, ne? Ja, und die sollen ja alle arbeiten. Also da können wir ja nichts. Steinbruch. Und dann brauchen wir gleich, wenn hier das fertiggestellt ist, hoffentlich. Ich weiß auch nicht, ob die Träger quasi unterwegs sind, jetzt um den Handel zu betreiben. Sehen wir denn diese andere Stadt hier überhaupt? Also hier geht auf jeden Fall irgendwo ein Weg lang. Da läuft auch irgendwer. Ein weiterer Mönch. Ja, und das Spielprinzip gefällt mir schon ganz gut. Also, auch wenn wir gerade uns ein bisschen ins Minus arbeiten und kämpfen. So, da wird geholzt ohne Ende. Können wir denn Baumstämme verkaufen? Also will irgendwer Baumstämme haben? Ne, die wollen nur Bretter haben. Die wollen Brot haben. Und Werkzeug. Da haben wir aber auch gar nicht genug dafür. Und Brot haben wir auch nicht, weil die auch... Ja, okay. Also, wir sind noch nicht so weit, dass wir hier irgendwas gut verkaufen könnten.
Kann ich den Steuersatz eigentlich erhöhen? Was fehlt denn hier? Bretter. Ja, Leute, what to say. Aber schon mal cool, wie die ihre Häuser hier bauen. Und irgendwo gibt es wieder was Neues. Da hinten Dekorationen. Ein Zaun. Kostet 5 Taler. Hier Administration. Hölzerner Wehrturm. Und das Herrenhaus. Bietet dem Dorf Schutz. Ja, das machen wir dann irgendwann anders. Wobei wir es uns mal angucken können. Wenn wir den mal hier so in die Mitte bauen, dann hätten wir hier den fetten Turm. Kostet uns 100 Taler. Dann hier ein Zierelement. Holzdach, Holzdach. Trainingspuppe. Kamin. Ja, dann bin ich mal gespannt, ob das dann für die Burg sozusagen ist. Ne? Aber das würde ich natürlich gerne hier oben irgendwo hinbauen und nicht hier unten. Ah, dafür ist das jetzt fertig. Das heißt, hier können wir jetzt den Bauern hinzufügen. Und werden jetzt eine Fläche einzeichnen, in der dann geerntet werden kann. Ja, machen wir erstmal so. Oh, das war nicht beabsichtigt. Ich wollte das eigentlich wegklicken. Aha, und schon fängt er an zu bauen, beziehungsweise anzubauen. Ah, und wir sind wieder mit 2 im Plus. Sehr gut. So, und hier hinten hätten wir noch eine Mauer mit einem Holztor. Und jetzt kostet so eine Holzpalisade oder eine hohe Steinmauer. Natürlich wäre es ganz gut, wenn wir das hier einmal so um unser Lager und unser Haus Territorium drum bauen könnten. Aber ich vermute mal, das kostet Geld. Und Stein. Weil das wären nämlich die nächsten, die wir hier bauen würden. Bäckerei und dann dementsprechend das mit dazu. Weg. So. Da sind sie fleißig, da sind sie fleißig. Es fehlt uns quasi der Stoff. Die Frage ist, wo ist er? Gucken wir nochmal. Stoff, 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 Stoff. Wo ist der Stoff? Da. Habe ich doch gerade gesehen. Null. Ja, was soll ich sagen? Irgendwie haben wir noch nicht die Chance gehabt, das jetzt so zu machen, wie wir das gerne hätten. Also würde jetzt als nächstes eigentlich kommen, dass wir sagen, wir bauen hier vorne eine Windmühle hin. Ein neuer Bewohner, das wird dann auch unser neuer Müller. Ja, und das hier wird jetzt sukzessive aufgebaut, natürlich in Priorität. Und dann würde als nächstes natürlich auch die Bäckerei kommen. Stellt 4 Brot aus 1 Mehl und 1 Wasser her. Braucht auch nur Stein dafür, Bretter und ein paar von den ist ja witzig, aber theoretisch könnte man das noch hier hinbauen, ne?
fehlen jetzt wieder 150. Ja, na gut. Wenn da 150 fehlen, dann müssen wir warten, bis die 150 voll sind, weil das natürlich wieder ein Gebäude ist, was anders funktioniert. Aber ich glaube, es kann eine ganz gute Sache werden, wenn wir das hier so machen. Mühle, Bäckerei, dann haben wir eine Produktionskette quasi safe. Der Brunnen ist auch nicht so weit entfernt von da drüben. Vielleicht bauen wir auch noch einen neuen Brunnen, der hier in die Nähe kommt. Ja, und dann sollte das, denke ich, passen. Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann lasst ihr mir natürlich wie immer gerne einen Daumen nach oben da. Ich freue mich drüber. Und ja, ich wiederhole es gebetsmühlenartig. Falls ihr noch kein Abonnent seid, dann drückt gerne auf den Knopf. Abo, hit the button, subscribe und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Natürlich auch, nachdem ihr eure Kommentare da gelassen habt. Sagt mir gerne, wie ihr es findet, wie findet ihr Foundation und wie würdet ihr weiterbauen. Vielleicht habt ihr es ja auch schon selber gespielt und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao und bye, bye.